Liebe Genossen und Genossen, nicht zur CCS, nicht zur Energiepolitik, dazu haben wir einen eigenen Tagesordnungspunkt, das machen wir später. Liebe Genossen und Genossen, ich gebe allen recht, die heute gesagt haben, dass eine Partei eine andere Aufgabe hat als eine Regierung. Aber ich bitte auch eins mal zu berücksichtigen. Politik ohne Grundsätze wird beliebig. Aber Grundsätze ohne Realpolitik werden zu Farce, sondern beziehungsweise zu einer reinen Verkündungsebene. Wir haben gerade die Debatte, auch in anderen Landesverbänden der Linken, und ich war gerade in Hessen, um den Realitätscheck unserer eigenen Wahlaussagen auf kommunaler und Landesebene. Und deswegen, liebe Genossen und Genossen, ich bin sehr dafür, dass wir Interessenlagen aufnehmen, dass wir in die Gesellschaft hineinhören, dass wir uns Verbündete suchen. Aber, liebe Genossen und Genossen, weder Bürgerbewegungen noch Gewerkschaften noch Parteien haben identische Interessenlagen. Und nicht jede Interessenlage, jeder Interessengruppe in der Gesellschaft werden wir als Partei aufnehmen können und auch umsetzen können. Das ist nebenbei bemerkt auch in der Energiepolitik so, aber dazu kommen wir später nochmal. Liebe Genossen und Genossen, Rot-Rot in Brandenburg halte ich für einen politischen Erfolg. Es ist doch nicht so, dass in der Bundesrepublik Deutschland rot-rote Bündnisse Konjunktur haben, sondern ich finde, dass wir mit dem Beschluss des Parteitages, einen Koalitionsvertrag einzugehen, eine politische Vorreiterrolle übernommen haben. Und an uns wird es liegen, das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, umzusetzen und damit den Nachweis zu führen, dass Gesellschaft auch auf Landesebene veränderbar ist, und zwar durch uns gemeinsam veränderbar ist. Und das setzt Verlässlichkeit sowohl des Koalitionspartners voraus, aber auch unsere Verlässlichkeit. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Partei selbstverständlich die Funktion hat, eine Regierung ständig neue Aufgaben zu stellen. Ich hoffe, und ich habe den Landesverband Brandenburg noch nie anders kennengelernt, und er wird auch ständig so bleiben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und liebe Doro, weil du das Vergabegesetz angesprochen hast. Vielleicht dazu drei Bemerkungen. Das erste ist, wir wollten zunächst einen politisch anderen Weg gehen. Wir wollten auf die Freiwilligkeit der Kommunen setzen, nach 2 Jahren überprüfen und ihnen dann bei Anerkennung des Konnexitätsprinzips das Geld zahlen. Unter anderem auch die Gewerkschaften haben uns politisch gesagt, wir sollen von Anfang an die Kommunen in das Gesetz mit einbeziehen. Und zwar nicht nur die Kommunen, sondern auch die kommunalen Unternehmen. Aber liebe Genossen und Genossen, eine solche politische Forderung muss dann in Verwaltungshandeln umgesetzt werden, weil sonst die politische Forderung wirkungslos bleibt. Und dann darf ich euch sagen, die Tatsache zu eruieren, was es eigentlich kostet, die öffentlichen Aufträge über das Konnexitätsprinzip den Kommunen zu ersetzen, hat uns ein halbes Jahr gekostet. Ein halbes Jahr. Jetzt haben wir statistische Reihen, jetzt haben wir den Gesetzentwurf und jetzt wird er debattiert bei Anerkennung der Konnexität. Die Kommunen sind einbezogen, die kommunalen Unternehmen auch, und genauso werden wir das auch umsetzen. Das zweite ist 7,50 Euro. Liebe Genossen und Genossen, als in Berlin das Vergabegesetz verabschiedet worden ist, gab es einen Aufschrei in Wirtschaft, ich weiß nicht, das Ende, ich sage mal, des Abendlandes war nahe. Hat das hier irgendjemand in Brandenburg verspürt? Wir sind seit Dezember 2009. Sind wir in allen Verbänden gewesen. Es wird bei der Einführung einer Lohnuntergrenze für öffentliche Aufträge keine Debatten mit der Wirtschaft geben. Das ist alles akzeptiert. Und dann sage ich, das ist ein Erfolg auch von Rot-Rot, weil wir von Anfang an klargestellt haben, es wird diese Regelung kommen und diese Regelung setzen wir durch. Und zwar nicht nur die Lohnuntergrenze für 7,50 Euro, sondern auch die Einrichtung einer Institution, die diese Lohnuntergrenze ständig überprüfen wird. Und bei der Veränderung auch des sozialen Gefüges in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Brandenburg wird diese Lohnuntergrenze angehoben. Deswegen ist sie ja eingesetzt worden. Das ist der Einstieg. Das ist das, was wir auf Landesebene schaffen können. Darüber bin ich froh. Und ich kann nur hoffen, dass jetzt sehr schnell die Einbeziehung der Verbände und das parlamentarische Verfahren abgeschlossen wird, um hier sicherzustellen, dass wir tatsächlich das Vergabegesetz so schnell wie möglich anwenden können. Eine Bemerkung zu dem, was Thomas gesagt hat, Thomas Nord. Im Gegensatz zu ihm bin ich dafür, dass die ökologische Modernisierung Bestandteil eines linken Projekts ist und bleibt. Aber liebe Genossen und Genossen, ökologische Modernisierung des Wirtschafts- und Soziallebens heißt nicht nur Natur- und Umweltschutz. Es heißt auch eine technologiebasierte Form der Wirtschaftsentwicklung, die auf Effizienz- und Ressourcenschutz beruht. Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, hat Rot-Rot in Brandenburg und Berlin mit der gemeinsamen Innovationsstrategie für die Hauptstadtregion die Grundlagen gelegt, indem wir genau die Felder, die Bereiche, die Technologien unterstützen, die Energie und Ressourcen schonen, für die Wertschöpfung und für die zukünftige Sicherung von Beschäftigung von ausschlaggebender Bedeutung sein können und sein werden. Insofern, liebe Genossinnen und Genossen, freue ich mich auf den Parteitag. Ich freue mich auch zur Debatte zum Punkt Energiepolitik. Und ich hoffe ganz einfach, dass wir nach den 2 Tagen sowohl im Parteihandeln als auch im Regierungshandeln gemeinsam an der Verwirklichung unserer rot-roten Zielstellungen hier im Land Brandenburg gehen. Vielen Dank.